viele so Runway-Shows du schon gemacht hast? Ehrlich gesagt, weil ich auf der New Yorker Fashion Week nicht laufen konnte und auf der Berliner auch nicht, noch keine. Ah, okay. Ist ein neues Experience für dich. Das macht total Spaß. Ja, genau. Und das wäre halt so mega gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte. Ich meine, wie oft hast du das schon gemacht? Ja, hier, ich bin gerade mit San Francisco Fashion Week gelaufen. Die hatten so ein Virtual, ein so, wir sind da hingegangen, recorded und dann ist es so broadcasted, weil Corona darf man nicht so Ja. Audience haben. Aber ja, ich habe schon ein paar gemacht und das macht viel Spaß. Das glaube ich. Das ist bestimmt total cool. Alle Augen sind auf dich gerichtet und du hast das perfekte Outfit an und das perfekte Make-up, die Haare. Ja, ich würde mir Ja, das schon wünschen. das ist voll cool. Ja, Ehrlich. also ja. Und Ja. speaking of that, was ist denn ein Goal, das du hast so für Future und so? Like, für mich persönlich möchte ich gerne mit Victoria's Secret arbeiten. Oh, oh mein Gott, ja, genau dasselbe. Glaub mir, genau dasselbe. Ja. Ich meine, du hattest auch einen TikTok gepostet, kann das sein? Ja, habe Da ich und du habe ich hast davon kommentiert. erzählt. Ja. Genau. Das würde Mega. ich so gerne machen. Also ich glaube gerade ist die Show, läuft die Show nicht, aber war für irgendeinen Grund. Ich glaube, die versuchen was rauszufinden. Aber hoffentlich wird das wieder laufen in the future. Ja. Hoffe ich auch. Aber das sind echt schon die besten Shows, die man so sieht. Und die Klamotten sind auch mega. Und die Models vor allem. Oh, die sind so cool. Ich liebe eine von den Models, die ich sehr liebe, ist Romy. Street, ich weiß nicht, wie sind die letzten Namen? Romy. So eine Dutch Model. Sie hat einen Husband und kriegt gerade ein Baby. Ich weiß nicht, ob sie sie Ach, kennt. wie Ja. süß. Das ist echt Ja, genau. niedlich. Die Frage kam gerade, wie alt wir sind. Also, Ach so. Willst du erst gehen? ich bin 16 Jahre alt. Es wird auf Deutsch gefragt, deshalb ich glaube, du kannst auch auf Deutsch antworten. Okay, ja, ich bin auch 16 Jahre alt. Genau. Perfekt. Oh, okay, ich bin wieder Auch gemerkt? War das bei dir auch so komisch? da. Ja. Irgendwas hat gerade passiert. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin wieder da. Okay, perfekt. Oh Mann. Ja. Ich hatte noch Du hast eine Frage, super habe ich schöne vergessen. Haare. Oh, danke. Du auch. Na, Ich habe danke die. schön. Ja, ich hatte Ja. die auch so lang wie dir, so bis zum da unten, Ja. aber dann habe ich die ein bisschen kürzer geschnitten und so. Und ja. Ja, ich muss leider auch wieder. Aber es geht noch weiter. Ja. Ja, genau. Genau. Ich habe letztens habe ich so Dutch Braids rausgefunden. Weißt du, was das ist? Dutch Braids. So, ach, so geflochten. Haare geflochten, so in einem specific way. Und das habe ich rausgefunden, dann war ich so stolz auf mir. Oh, echt? Ja, also es war nicht eine ich weiß nicht, wie soll ich sagen, normal braid, Geflochten? aber es war so ein Dutch braid. Meinst du einen geflochtenen Zopf? Ja, geflochtenen Zopf, aber so, weißt du, die verschiedenen, das normale, French und Dutch, ist so inverted. Ich weiß nicht, wie soll ich das Ich sagen auf weiß, ich Deutsch. weiß. Nee, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. Das habe ich. Okay, sorry, du Du warst warst gerade wieder weg. gefroren für eine Sekunde. Ich war wieder weg. Ja, du. Ja. Oh, okay. Ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, das Internet gerade. Ja, das kann sein. Ist ja auch eine ziemlich große Ja. Entfernung, wo wir hier streamen, deshalb. Ja. Deutschland, Amerika. Na, nicht so nah beieinander. Ja. Ja. Genau, und Gehst du heute noch ach zur so, ja. Schule? Habe ich Schule heute? Ja? I mean, sorry, nee, ich habe keine Schule. Sorry, ich konnte dich nicht hören. Ich habe heute Ach eigentlich nee, frei. alles gut. Aber du gehst trotzdem raus. Ja, also wir haben Schule im Haus. Warte, was war die Frage? Ist nicht schlimm. Also, ich war gerade verpeilt. Alles gut. Also, du gehst nachher noch mit deinen Freunden raus.
Ja. Achso, ja. Ich gehe mit einer Freundin Lunch in Downtown, so 5 Minuten von hier. Einfach Lunch und Eis essen und so. Oh, wie So, cool. bisschen raus. Mittwochs habe ich frei von Schule. Ich habe Montag, Ah. Dienstag, Donnerstags, Freitags Schule. Also hier. Also, ihr habt gerade Mittwoch? Ja, ich habe gerade Mittwoch. Genau. Okay. Ja, ist immer so verwirrend mit diesen ganzen Das, ja, Tagen. das ist. Weil bei euch ist es schon Mittwochabend, oder? Ja. Genau, okay. Mir ist, hier ist es gerade. Also es ist technically in the past für dich. Ja, genau. Das ist so cool, ja. Es ist cool, ja, und gleichzeitig irgendwie verwirrend, Ja, das ist cool. Aber, ne? ja. Ja, ich mag auch ganz gerne TikToks machen. Die machen viel Spaß. Aber irgendwie sind die nicht immer, die gehen, die haben einfach nicht so viele Views. Ich weiß nicht, was für ein Algorithm Das ist das genau hat. dasselbe. Genau dasselbe. Ich weiß nicht, was muss ich machen, um es so, weißt du? Ah, Habe mir schon verstehe genau ich nicht. dieselbe Frage gestellt. Ich weiß halt auch nicht, was ich falsch mache, weil ich versuche auf die Synchronität zu achten, also die Lip-Synchronität. Ja. Und dass ich die Tänze oder sonst was immer richtig mache und dass ich vielseitig bleibe, viele verschiedene Challenges mache und trotzdem. Trotzdem einfach nicht. Ja, genau. Und dann manchmal ist es like die most random Videos, die einfach so Ja, viral gehen. genau, einfach so Sachen, wo ich mir so denke, okay, das kriegt jetzt 2 Millionen Likes und nicht Warum? um 200. Okay. Ja, genau. Ich bin so, hä? Also, hä? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es ist irgendwie frustrierend manchmal, weil man sich so viel Mühe gibt. Ach, irgendwann kommt das schon. Ja. Genau, ich denke mich so, vielleicht wenn ich so öfter poste, dann wird einmal so ein Video so viral gehen, vielleicht, Ja, habe hoffentlich. ich auch schon überlegt, ob das irgendwie klappt. Aber oft ist das dann so, wenn man zu viele Videos postet, dann sind die Leute genervt von einem. Das hatte ich schon mal. Dann habe ich Follower verloren, weil ich zu viele Videos gepostet habe. Ja. Ja, genau. Und dann. Also ich dachte nämlich, vielleicht so ein Video per Tag, aber dann kommt die Schule und ich bin so, hä, ich habe keine Schule, viele Hausaufgaben und so und dann habe ich nicht so viel Zeit mehr. Ja, ich war. Ist so. Ich kenne das zu gut. Ich bin wieder da. Oh je. Ich glaub, das Wi-Fi hat gerade ausgegeben. Ich bin so, nee, ich möchte nicht mehr. Tschüss. Ja, habe ich gemerkt. Oh Mann. Ah, es ist immer lustig, wenn. Ah, Läuft Wi-Fi ist einfach weg. eigentlich Ich dachte wirklich mir doof. so, was macht sie denn jetzt? Nein. Ja, ich weiß. Ich musste kurz mal was machen. Tschüss. Ja. Nein, alles gut. Ich weiß, dass es das Internet ist. Oh, speaking of Internet, FaceTimest du eigentlich viel mit deiner Freundin so? Ja. So am Ja. Abend und so? Ja. Du Ja, auch? ich auch. Ja, genau, ich auch. Das ist warum. Also manchmal ist das Wi-Fi eigentlich total bescheuert und dann bin ich so rausgeflogen und ich bin so, hä? Was ist jetzt passiert? Und dann muss ich nochmal anrufen, weißt du? Und das ist manchmal so super blöd, Ich aber ja. weiß. Genau, ja. Das mache ich oft am Abend und so. Und Ich das auch. mache ich. Oder am Wochenende. Ja, genau, Wochenende. Also, du machst nichts mit deinen Freunden? Also erstmal alles zu Hause und so. Ja, soweit Keine Freunde nach Hause. zwischendurch mal treffen, aber ich glaube, in den, also seit den Ferien, also in den Ferien habe ich viel mit Freunden gemacht.
Aber seit Schule jetzt wieder angefangen hat, man sieht sich halt in der Schule. Dann kommt man nach Hause, es ist wirklich sehr stressig mit dem Lernen. Also man hat eigentlich praktisch schon fast gar keine Zeit mehr, weil wenn ich mich noch um den Instagram-Account kümmere mit meiner Mama zusammen, dann nimmt das schon wieder Zeit weg, was natürlich Spaß macht, das ist ja das Schöne. Ja. Aber dann kommt noch die Klausuren dazu und die sind momentan echt nicht ohne. Bist du wieder da? Nein, nicht schon. Wie viel Zeit verbringst du denn auf Instagram so mit deinem Account? Am Tag? Ach so, Laura? Ja, Kannst du mal gucken, meine Mama hat zum zweiten Mal mir gesagt, kannst du mal gucken, ob dein Mikrofon so ganz an ist? Weil ich weiß nicht, ist ein bisschen schwierig, dich zu hören. warte. Ist jetzt besser? Also ja, Oder nicht? ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. War das Also für schwer? mich? Oh nein. Nee, also ich konnte dich schon gut hören. Okay, gut. Meine Mama hat einfach gesagt, dass manche Leute könnte ich nicht hören, aber ich bin so, okay. Okay, was sie halt sagt. Ja, genau. Also, Wie viel Zeit verbringst du denn auf Instagram? ja. Nee, was wolltest du sagen? Ich wollte Hallo an dir sagen, an deine Mom. Ach so, ja, meine Mama ist jetzt wieder weg. Alles gut, ich vielleicht wartet es wieder jemand, das ist leise. Aber ich kann nichts machen, ich habe es nicht verdeckt oder so. Ja, genau, ich weiß nicht. Vielleicht einfach näher dran. Okay, das wird schon. Guck mal, ich habe wieder diese roten Flecken. Oh ja, warum denn? Sonne? Ich weiß es nicht. Ich habe auch, mein Gesicht wird auch so immer so ein bisschen rot, so einfach. Für irgendeinen Reason, weiß ich nicht. Vielleicht ein Ausschlag für eine Creme? Das ist möglich, ich habe es vorhin eingecremt. Ja, das könnte sein. So ein bisschen Reaktion zu einer bestimmten Creme. Das habe ich schon mal. Ich habe das total oft und nehmt es mir nicht krumm. Okay, es ist so Natural Blush, weißt du? Natural Blush, okay. Genau. Ja. Sehe es so, okay. Ja, wir brauchen kein Make-up mehr. Einfach so natural, so. Creme und dann Reaktion, Blush. Das habe ich auch, also das ist, warum ich weiß. Egal. Oh Aber well. selbst Puder darüber, es funktioniert nichts dann. Es geht nicht weg. Ja, ich weiß, ja, dann ist es immer noch rot so. Also manchmal funktioniert einfach Foundation, aber das mache ich doch nicht jeden Tag drauf. Also mache ich das nur für Fotoshoots, sonst ist Ja, mein Gesicht einfach. eben. Ich habe dann versucht, einfach keine Creme zu benutzen, die Reaktion, vielleicht eine andere Creme zu Ja, das benutzen. Ding ist, ich wechsle sehr oft die Cremes, sorry. Aber trotzdem finde ich nicht die richtige. Und manchmal benutze ich dann gar keine und dann wird meine Haut trocken. Und das ist ja auch nicht, ne, so, Ja, genau. was ich möchte. Und Ich habe eine, die ein bisschen funktioniert. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich glaube, es ist so eine. Ist von Deutschland, Balea, glaube ich. Oh, nicht Balea kann Balea. sein. Es ist so eine Tube und dann hat es eine blaue Kappe und es sagt so Aqua irgendwas drauf. Und das ist ganz gut für Feuchtigkeit. Hört sich nach Ich Balea schicke an. dir. Könnte auch Nivea sein. Warte, ich guck mal, ob ich's. Ich zeig dir das mal kurz. Das ist lieb von dir. Dann muss ich nicht mal so hier rumstottern. Ah, hier habe ich's. Das da. Ah, ja. Ich habe davon ein Aquaspray. Kennst das? Ach so, ja. Es ist so eine, ist nicht Spray, aber Das ist so. echt. Das ist Ist voll Creme. Es cool. funktioniert ganz gut und macht mein Gesicht. Ja. Genau. Und Puder funktioniert nicht wirklich bei dir? Sieht man das? Also es ist ein bisschen. Bisschen. Ein bisschen. Es wird.
Und machst du so dein Make-up jeden Tag oder ist es mehr so, du bist lazy und du bist so, nee? Ja, genau. Ich gehe zur Schule, also in der Schule schminke ich mich gar nicht. Ja. Also nur halt bei Shootings eigentlich oder wenn ich mal abends rausgehe, natürlich, ist klar. Oder mit Freunden unterwegs bin oder shoppen gehe, da mache ich das schon mal. Oder halt für TikToks natürlich. Aber in der Schule mache ich das gar nicht. Und für du? Genau, also für mich ist es auch so dasselbe. I mean, jetzt bin ich auch nicht so in die Schule, ich bin auch zu Hause, also habe ich einfach keine Lust, mich so fertig zu machen. Bin so, ist okay, wird schon. Okay. Ja, ich genau. Ja, einfach so für Special Sachen, dass ich so mache und so. Und Genau. Fotoshoots. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, in der Schule trage ich durchgehend eine Maske und da sieht man sowieso kein Make-up. Das heißt, ich könnte nur meine Augen schön machen und das würde reichen. Genau! Also meistens, wenn ich so mit Freunden was mache, mache ich einfach Mascara drauf und dann Ja. ist es so, okay. Also ich Genau. mache nicht wirklich Full Face. Genau. Rarely. Except for Photoshoot. Ja. Genau dasselbe. Genau. Ach oh, ja. Und meine Haare mache ich auch einfach. Ich liebe die zu curling. Like, Wellen zu machen und so. Extrem, wirklich. Also ich habe jetzt probiert, mit dem Glätteisen zum ersten Mal Locken zu machen. Das habe ich bei einem Fotoshooting schon mal bekommen, aber selber habe ich das noch nie ausprobiert. Ich habe diese Kiposi bekommen. Ah, ja. Ne? Du hast das auch, oder? Ja, habe ich. Hast du auch das Glätteisen oder was hast du bekommen? Ich habe das Glatteisen, ja, genau. Ja, ich glaube, wir haben sogar dasselbe und damit habe ich versucht, Locken zu machen und es sieht richtig schön aus. Ja, das habe ich auch versucht. Das ist, also, das war eigentlich ziemlich einfach. Für mich ist es immer hart, weil ich zu, am ersten Mal habe ich so die Haare so stecken geblieben und bin so, oh oh, nicht, die Käse kann nicht abbrennen, weißt du? So, auf YouTube habe ich schon mal gesehen, so Leute machen so Locken mit Stab und dann ist es, brennt die Haare ab und ich bin so, oh nee, das kann nicht passieren. Ich weiß. Auf wie viel Grad stellst du das dann ein? Ich glaube, ich habe es, was, 400? Echt? Okay, Posey? Ist das zu heiß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind immer nur 200. Ach so, wirklich? Also ich glaube, es ist auch so, wie dick deine Haare sind und so und wie viele Ja. Haare du benutzt in einem Dings. Aber du hast Genau. auch ziemlich dicke Haare. Ja, also ja, genau. Ich habe auch dicke Haare. Aber vielleicht liegt das genau daran, weil die fallen ziemlich schnell aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass die bei mir deshalb nicht so lange halten, weil ich so eine niedrige Gradanzahl benutze. Also 400 Grad funktioniert. Also ich mache, ich glaube, ich mache. Ich weiß, für mein anderes Lockenstab mache ich 410 und das funktioniert. Das ist ziemlich heiß, aber dann einfach, wie lange hältst du das denn? So, wenn du eins machst, wie lange hältst du das? Wenn ich eine Locke mache, also meistens 15 bis 20 Sekunden. Du kannst vielleicht versuchen, so erstmal 300 und gucken, ob das besser ist. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Nicht direkt von 200 zu 400 und dann so, oh, Nein, wo sind meine nein. Haare hin? Nein, 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 alles gut, mache ich nicht. Ja, genau. Dann kannst du mich sagen, wie es so aus funktioniert so. Ja, ich probiere das, auf jeden Fall. Genau. Und für Fall, ich liebe so, ich weiß nicht, ob es dasselbe geht, aber weißt du das Bad Pattern? So, Nee. so ein Pattern. Zeig mal, noch mal höher. Also zeig noch mal. So, das ist Plaid Funktioniert? Pattern, ich weiß Hast du nicht, ich das bin so. Muster? Ja, das Muster, ja, stimmt, Hab sorry. ich. Muster. Ja, ist schön. Die mag ich auch. Hab viele Hemden davon. Ja. Genau, das bin ich so, das gibt mich so Fall-Vibes und so. Ich Ja. liebe, wenn die. Wie ist Fall bei euch eigentlich? So, ist es mehr so Regen oder ist es windig? Also es ist windig, also hier in der Stadt nicht so stark windig, aber viel Regen, auf jeden Fall Regen. Und es ist halt schon ziemlich kalt. Und wenn Regen und Kälte aufeinander kommen, dann ist das immer so nasskalt. Und das ist überhaupt nicht schön, weil das Oh ist dann ja. immer, wo man krank wird. Oh nee, ja. Gab es schon bei euch Regen? Also in dieser Saison? Ja, auf jeden Fall. Also gestern sogar, vorgestern auch, ziemlich oft So eigentlich. wirklich, schon. Ja. Ah, okay. Ich vergiss das immer, weil hier war, ist es schon vor, aber ist Sonic draußen.
Also es ist noch super heiß und ich möchte. Wie bitte? Wie viel Grad habt ihr? Also Temperatur. Okay, ich weiß nicht, wie ich das sagen. Ach ja, Das ihr habt ist ja eine eine gute Antwort. Frage. Ich glaube, es ist. Ja. Also bei uns Sag hier ist einfach. es so 85. Ich weiß nicht, ob das. Vielleicht ist es 28, 16, 20, 28. 30 Grad Irgendwas so. hat dein Account geschrieben. 30 Grad. Oh, 30 30 Grad, Grad. okay. Wer hat das geschrieben? Von deinem Account, ich denke mal, deine Mama. Okay. Das ist lustig, ja, 30 Grad und so. Und ja. Aber ich möchte es, dass es. Ich möchte, dass es so windig wird und dass die so Leaves von die Bäume fallen und so crunchy sind, weißt Ja. du? Ja, ich Das ist mag voll. das, wenn die Blätter sich verfärben im Herbst. Ja, das ist voll schön. Da kann ich Und auch schöne echt gute Fotos. Fotos auch. Ja, genau. Ah, alles für Fotos. Ja, alles für Fotos. Es ist so. Genau. Unbedingt. Was sagen die Kommentare so noch? Beautiful. Germany. Viele Emojis. Immer wieder schreiben Menschen Hallo. Also, ich habe noch nichts Negatives gelesen. Das ist Also, super. das hört sich gut an, oder? Ja, finde ich auch.